Das ist Rüdiger, unser Wissenschaftsprojekt. Und was lehret er uns? Das Allerwichtigste, den unschätzbaren Wert des Lebens. Rüdigers Schale repräsentiert den schmalen Grat zwischen Leben und Tod, wenn man hinter dem Steuer eines Bootes sitzt. Die Glühbirne repräsentiert das Wissen. Und ohne ihre Wärme und Energie würde Rüdiger nach kurzer Zeit sterben. Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod, Leben, Tod! Patrick! Entschuldigung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute bauen wir mal wieder was von SpongeBob. Und zwar, ihr kennt es ja schon ganz gut, die Bootsfahrschule, ne? Da, wo SpongeBob ja am liebsten hingeht, zu Mrs. Puff. Die wollen wir uns heute basteln. Wir werden uns das alles schick aufteilen in mehreren Parts. Heute ist dann Part 1 natürlich. Hier bauen wir dann eigentlich hauptsächlich nur den Steg und kommen ein bisschen zum Zaun. In Part 2 bauen wir dann die Hütte, ne, von Mrs. Puffs, ihr Klassenraum, kann man sagen. Im dritten Teil kommen wir dann noch zum Leuchtturm, den wir uns dann noch platzieren wollen. Und dann gibt es noch eine separate Folge, eine extra Folge, wo wir dann auf den Parcours eingehen, ne, was man da so ein bisschen machen kann, von den Maßen her, dass es interessiert. Und ja, dann wären wir auch schon fertig. Aber zuallererst geht es erstmal mit dem Beginn los, das heißt den Steg, von daher Blöcke in die Hand, auf geht's! Für den Start legen wir erstmal los, uns abgezogenes Fichtenholz zu holen. Dann holen wir uns einfach ein bisschen den hellgrünen Beton raus. Ein paar Amboss sind dabei, polierte Schwarzsteinmauern. Dazu passen dann auch noch die Knöpfe. Dann holen wir uns nochmal unsere Holzblöcke raus, aber diesmal mit Jahresring. Dann auch noch dazu unsere Knöpfe. Dann holen wir uns ein bisschen Birkenzaun raus und Fichtenholzstufen. Ja, wenn wir denn alles zusammen haben, würde ich sagen, fangen wir am besten erstmal mit natürlich unserem Eingangsschild an. Da nehmen wir unsere Holzstämme mal zusammen. Und einfach mal die ohne Jahresringe. Dann setze ich mir jetzt hier eine Strebe hoch auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcke. So, einer fehlt noch. Wenn wir die 7 Blöcke haben, lassen wir dazwischen einfach mal 4 Blöcke Platz. Setzen nochmal so eine 7er Reihe hin. Ganz oben ziehen wir das hier einmal zu mit grünem Beton. Darunter noch einmal. Suchen dann einmal hier die 2er Mitte. Setzen an den Seiten jetzt einfach mal unsere Ambosse rauf. Darauf kommen dann gleich mal unsere Mauern. Und auf den Mauern kommen unsere Knöpfe. Wenn wir das soweit fertig haben, können wir jetzt hier, bevor wir zum Steg übergehen, erstmal nochmal den Abstand unserer Zäune erstmal in die Hand nehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach unsere Zäune zur Hand und setzen jetzt einfach 10 Stück hier einmal dazwischen. Ne, ist immer so, das ist empfohlene Maß, was ich euch empfehle. Ihr könnt natürlich länger machen, kürzer machen, wie es euch gefällt. Aber an sich, mein empfohlenes Maß sind einfach mal 10 mal Zaun und dann setzen wir immer einen Pfosten hin. Ich würde sagen, das reicht, wenn wir das auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke machen. Danach brauchen wir nur noch unseren Zaun hier einmal nach oben ziehen. Den machen wir natürlich auch auf 4 Blöcke hoch. Und ziehen auf der anderen Seite das auch erstmal einmal mit. So, 10 mal Zaun. Dann kommt unser Pfosten auf eine 4er Höhe und ziehen natürlich das hier hinterher. Auf unsere Pfosten setzen wir dann immer noch einen Holzknopf. Haben wir auf der anderen Seite ja auch schon gemacht. Und ich würde euch jetzt raten, fangt noch nicht an, jetzt eure Zäune euch hin und her zu ziehen, so wie ich jetzt das hier auf der anderen Seite habe. Denn wir bauen zuerst natürlich unsere Bootsfahrschule und danach kann man sich den Parcours einfach noch dazu basteln. Jetzt haben wir die Zäune sich hinzusetzen, ist ja nicht so schwer. Gut, dann fangen wir jetzt an mit dem Bootsteg. Wir setzen jetzt nicht gleich unsere Holzstufen, sondern fangen erstmal mit den Baumstämmen an, ne, damit auch der Steg gehalten wird. Wir gehen gleich hinter unseren Eingang und lassen jetzt immer 4 Blöcke Platz und dann setzen wir immer so eine 2er-Strebe hin. So, dann haben wir wieder 4 Blöcke Platz lassen und 2er Strebe hin. So, an der Seite ziehen wir das Synchron gleich mal hinterher. Und sobald wir das haben, gehen wir jetzt einmal zu den Seiten, lassen immer 4 Blöcke Platz und setzen hier noch 2 weitere Streben. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. 4 Blöcke Platz lassen und 2 Streben hin. Gegenüber davon lassen wir einfach 4 Blöcke Platz und setzen jetzt genau wie wir die jetzt haben, auf der Länge auch nochmal, ja, die Streben einfach dahinter. Ne, das ist ganz einfach. Könnt ihr einfach hier nach vorne gucken, müsst noch nicht mehr zählen. Ne, wenn das passt, setzt ihr die hin. Weiter geht es dann, dass wir wieder zur Mitte gehen und weitere 2 Streben nach hinten ziehen und lassen immer 4 Blöcke dazwischen Platz. So, synchron auf der anderen Seite ziehen wir das mit. Und wenn wir das haben, können wir wieder einmal zu den Seiten abbiegen und zwar insgesamt 2-mal und lassen dabei immer 4 Blöcke Platz. Andere Seite ziehen wir dann auch nochmal 2 Streben hinterher. Und wenn wir das haben, geht es jetzt schon wieder an die Seiten. Wir gehen jetzt vom Äußersten hier einmal aus, gehen jetzt einfach so schräg einmal zur Seite. Ja, könnt euch ruhig so einen Hilfeblock einmal kurz hinsetzen. Und von dem aus gehen wir wieder nach hinten weg, lasst 4 Blöcke Platz und setzt wieder eine Strebe und noch eine 2. hin. Super. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite. Da haben wir aber ein etwas anderes Maß. Wir gehen erstmal genauso, ne, so schräg einmal zur Seite weg. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen das anpassen, weil es dann natürlich optisch passen muss zum Original. Jetzt lassen wir hier einfach mal 3 Blöcke Platz, 2er Strebe hin, ne, 3 Blöcke Platz und noch eine 2er Strebe hin. So. Jetzt gehen wir wieder zur Seite weg, könnt hier jetzt aber wieder 4 Blöcke Platz lassen, 2er hin, bin ich gerade am überlegen, jetzt habe ich hier nicht so ganz überlegt, wie wir uns in den Kreis ziehen wollen. Ich nehme einfach mal den grünen Beton als Hilfeblock. So, wir gehen jetzt einfach mal 3 Blöcke hier so von schräg aus und nochmal 2.
So, dann nehmt ihr eure Holzblöcke und setzt hier so eine Zweierstrebe hin. So. Jetzt gehen wir nach oben, schräg davon zwei hin und nochmal so ein Zweier hin. Ja, dann könnt ihr hier wieder eure Strebe hinziehen. So, denn, ich glaube, jetzt müssen wir nicht zählen, lasst ihr einfach fünf Blöcke Platz und Zweierstrebe hin. Fünf Blöcke Platz, Zweierstrebe hin. So, jetzt wieder unsere Hilfeblöcke. Zwei, zwei und Strebe hin. So, jetzt gehen wir wieder zur Seite. Zwei, zwei und Strebe hin. Hier könnt ihr wieder fünf Blöcke Platz lassen. Wieder in so eine Strebe hin. Dann wieder zwei, zwei, Strebe hin. Dann wieder zwei und zwei, Strebe hin. Ja, hier brauchen wir wieder nichts machen. Hier sind fünf Blöcke und Strebe hin. So, wir gucken uns nochmal nach vorne. Ihr habt nur, sag ich mal, hier vorne ein anderes Maß. Ansonsten habt ihr immer hier 2, 2. Wie das geht, warum ist das so, kann ich ganz einfach erklären. Wir haben ja an sich immer das Maß von 4 Blöcke Platz. Jetzt haben wir hier an der Seite ein bisschen enger gemacht. Von daher mussten wir das hier auch anpassen. Wenn wir jetzt hier 5 Blöcke machen, würde das optisch ein bisschen zu breit aussehen. Von daher habe ich mich jetzt hier entschlossen, 4 zu machen. Das ist einfach so meine Empfehlung. Ihr könnt natürlich auch hier 5, dann wäre es überall synchron. Aber optisches Maß wäre besser, wenn wir es auf 4 lassen. Egal. So, ich lasse mal kurz noch die Hilfeblöcke hier mal einfach mal hier. Weiter geht es dann nur noch hier an der Seite, dass wir hier einfach auf der Rückseite immer... Ah ne, jetzt habe ich hier 5 Blöcke Platz. Und dann setzen wir die Strebe hin. Ah ja, stimmt, weil es ja denn hier passt, ne, mit 5. Und die Strebe hin. Dann haben wir schon mal unsere ganzen Pfosten. Kommen wir natürlich jetzt zum Steg. Vorher mache ich mir noch mal kurz meine Hilfeblöcke hier einfach mal weg. Jetzt fällt mir nur gerade noch auf, wir könnten noch eine Sache machen, bevor wir zum Steg kommen. Und zwar schnappt ihr einfach eure Holzknöpfe und könnt auch auf jeden Pfosten hier einen Knopf platzieren. Soweit wir es denn geschafft haben, kommen wir jetzt auch zum richtigen Steg. Das heißt, wir schnappen unsere Holzstufen. Wir können vorne gleich mal anfangen und setzen einfach vor unseren, ja, hier unserem vorderen Eingang einfach eine Stufenreihe. Denn gleich an der Blockreihe setzen wir die Stufen auf der Blockreihe. Und danach geht es weiter, dass wir die Stufen auf der Höhe des zweiten Blockes hier platzieren. So, die können wir hier einmal lang ziehen. Und diese Stufen können wir jetzt eigentlich erstmal komplett bis nach hinten ziehen. Aber nicht zu weit nach hinten, sondern einfach nur, wenn ihr jetzt hier einfach gerade nach hinten geht, lasst ihr die vier Blöcke hier einfach überstehen. Dann ziehen wir uns erstmal die mittlere Strebe hier einmal zu. Und sobald wir diese Strebe haben, ich glaube, ergibt sich alles schon fast von selber, können wir die jetzt hier einmal vorne einmal zu den Seiten ziehen. Und hier lassen wir die einmal überstehen einfach nur. Einmal überstehen, das reicht völlig aus. Und dann zieht ihr die hier einfach überall hinterher. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, ne? Dass wir die einfach nach außen ziehen und nur einmal überstehen lassen. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt natürlich hier weiter nach hinten. Hier ist erste Aufgabe auch, die erstmal zur Seite zu ziehen. Und die zieht ihr jetzt hier nicht einfach weiter, als jetzt hier die Baumstämme sind. Also, sobald ihr hier die trefft, reicht das schon. Auf der anderen Seite natürlich das gleiche Spiel, ne? Dass wir die hier nicht weiterziehen, als unsere Baumstämme sind. Und können die auch hier erstmal auf die Viererlänge hier einfach mal weiterziehen. Gut, soweit wir es jetzt fertig haben, kommen wir jetzt dazu, jetzt natürlich noch einmal nach hinten zu ziehen. Wir lassen es immer auf eine Viererlänge oder Breite, ne? Wie man sehen möchte. So, jetzt ziehen wir die hier einmal mal weiter. Aber jetzt lassen wir die hier nicht überstehen, sondern wir machen das jetzt so, dass jetzt hier schräg von unserem letzten Baumstamm einfach mal vier Stufen hier einmal hinsetzen. Da könnt ihr dann gleich dahinter auf der Blockhöhe nochmal vier Stufen hinsetzen. Das ist jetzt eigentlich genauso der Übergang, wie wir angefangen haben. Da kommt man dann so wieder runter vom Steg. Und das machen wir später noch einmal auf der Seite hier. Aber bevor wir da ankommen, müssen wir jetzt erstmal hier einmal unseren Kreis ziehen. So, wir ziehen jetzt erstmal hier unseren Vierersteg erstmal, würde ich mal sagen. Gucken wir mal hier von dem letzten Baumstamm. Ja, komm. Wir gucken erstmal nur vom letzten Baumstamm und ziehen das hier erstmal zu. Gut, ich würde mal sagen, wir ziehen uns jetzt erstmal das Grundmaß von unserer Bootsschule, das Häuschen hier. Ihr nehmt da jetzt einfach mal, ihr könnt Fichtenholzstämme nehmen, entweder mit Jahresringe oder ohne, das ist eigentlich relativ egal. Einfach nur, dass wir die so uns platzieren, dass die immer mit der Rinde nach oben sind. Das ergibt sich ja hier. Hier wäre ja auch ein anderes Maß, wenn wir die, sag ich mal, kreuz und quer platzieren. Also am besten immer einmal komplett nach oben. So, ich nehme jetzt einfach mal hier auch die Jahresringe und die ziehe ich mir jetzt hier einfach mal auf der vorderliegenden Reihe einmal komplett gerade lang. Und da müssen wir nicht zählen, weil das ist eigentlich perfektes Maß, was wir hier haben, weil wir haben die ja hier super eingegrenzt. Nur nach hinten müssen wir mal ein bisschen zählen. Da setzen wir dann einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 9 Blöcke, ne? Auf der anderen Seite auch. Setzt ihr nochmal 8 weitere Blöcke ran. Wunderbar. Und jetzt verbinden wir einfach nur noch hier die Rückseite einmal miteinander. Mehr wollen wir heute aber auch nicht machen von unserer Boots oder von unserem Bootshäuschen, ne? Ich könnte sagen, wir könnten hier auf der Rückseite auch dann gleich einmal hier schräg halt einfach hier von unseren Pfosten hier einmal die erste Stufenreihe ziehen. Dann könnt ihr hier gleich dahinter die zweite setzen
Und dann machen wir gleich dahinter natürlich den Steg. Auch natürlich hier immer vierer Breite. Und jetzt ziehen wir mal nach hinten. Und zwar, ich würde mich mal so sagen, nicht länger als jetzt hier unser Baumstamm ist. Ne? Ziehen wir den einmal so lang. Kommen wir natürlich jetzt noch zum schwierigen Teil. Und zwar natürlich jetzt hier zu unserem runden Teil. Und ich glaube, hier sollten wir doch eher eine kleine Vormarkierung machen. Und zwar nehme ich mir jetzt einfach mal den roten Beton raus. So, denn wir sollten schon hier irgendwie diesen Vorkreis uns einmal irgendwie platzieren. Das ist einfacher, sich hier den Kreis zu setzen. Ich fange jetzt einfach, wenn ich hier vorne stehe, einfach mal jetzt hier von diesem Baumstamm an. Gehe drei Blöcke nach hinten. Ab dem vierten setze ich mir einfach mal meinen roten Beton auf eine Länge von 5 Blöcke. Ne, wenn wir hier jetzt einmal zur Seite gehen. Dann setze ich mir hier so ein Zweier hin. Einer und Zweier und wieder ein Fünfer. Ne, so ist der Kreis hier an sich, ne, dass wir halt zwei Zweier, also sagen wir Fünfer haben. Ne, dann kommt der Zweier, einer, Zweier und Fünfer. Zweier, einer, Zweier und Fünfer. Ne? Das ist an sich der ganze Kreis. Ne, wir haben uns am besten jetzt hier vorne bei dem gerichtet, ne, dass wir hier, zack, unseren ersten Fünfer haben. Und so ziehen wir uns den eigentlich erstmal lang. Danach geht es dann weiterhin jetzt hier mit unseren Holzstufen. Ich fange jetzt hier einfach hier auf der ersten Reihe an, mir die Stufen hier einmal gerade lang zu ziehen. Und die lassen wir jetzt hier von dem Baumstamm nur einmal überstehen. Dann können wir hier gleich dahinter die zweite Reihe lang ziehen. Die lassen wir jetzt hier aber zwei Stufen überstehen. Und dann können wir hier gleich wieder hinter die nächste Reihe einmal lang ziehen. Zack, und die lassen wir wieder zwei Stufen überstehen. So, und jetzt könnt ihr euch jetzt immer so ein bisschen von richten, von unseren roten Stufen, nicht roten Stufen, sondern einfach hier von unserem Kreis so ein bisschen aus, dass wir uns das hier so ein bisschen langziehen können. So, jetzt gehen wir hier wieder zur Seite weg. Dann machen wir am besten so, dass wir gleich hier glatt zwei haben, dann kommen hier wieder zwei und dann können wir das hier gleich einmal glatt an unsere, ja, an unseren Pfosten hier einmal ansetzen. Ziehen wir das hier einmal rüber zur anderen Seite. Hier können wir es auch einmal glatt ransetzen an unseren Pfosten. So, und jetzt geht es hier wieder weiter, dass wir hier, oh, das Ganze dann zweimal überstehen lassen und dann hier zweimal, ne, komplett glatt ran hier einfach an unseren Stamm. Andere Seite auch einfach mal glatt ran, da kommt dann hier wieder dieser Zweier einfach mal hin. Dann machen wir hier wieder ein Zweier hin und hier zack, wieder glatt ran. Ich stelle mich am Ende nochmal einmal darüber, dass jeder das nochmal sehen kann. So, an sich ziehen wir jetzt hier wieder das einmal schön lang zur anderen Seite und dann hier wieder das Spiel, nur dass wir hier zwei haben. Zwei und wir sind komplett glatt dran hier wieder an unserem Holzstamm. So ziehen wir das hier auch wieder zur anderen Seite, ne, dass wir dann von denen hier wieder zwei haben. Wieder zwei. Und der dritte ist dann hier wieder einmal komplett dran. Dann haben wir hier wieder unsere Seite mit dieser 5er Länge. Und hier könnt ihr das wieder einfach hier schön gerade hinterherziehen. Ja, und die restliche Fläche hier, die füllen wir einfach nur noch aus mit unseren Stufen. Ne, ihr seht ja ganz gut, was wir ausfüllen müssen. Und füllen hier einfach mal die Fläche noch aus. Ah, dann haben wir schon wieder viel geschafft heute. Ne, der Steg steht. In der nächsten Folge wollen wir dann natürlich erstmal das Häuschen bauen. Dann kommt natürlich noch der Turm. Und dann gucken wir, wie wir uns das noch weiter designen.